So, da sind wir wieder zurück mit einem kleinen Tipp oder auch, ich würde es eher Cheat benennen. Ihr seht schon im Titel, worum es geht. Es geht um das gute Eisen. Wir können mal gerade hier in meine Kiste gucken. Jeder kennt das Problem. Eisen an sich ist ziemlich schwer zu bekommen. Denn wir wissen, entweder gibt es das halt nur im Sumpfland, also hier in diesen Bereichen immer. Also im Sumpfland selber und halt in der Krypta. Meine Krypta habe ich jetzt komplett leergeräumt. Davon haben wir uns halt ein paar Sachen hergestellt. Aber jetzt geht es um Folgendes. Die ein bisschen mehr auf YouTube unterwegs sind, haben ja sicherlich schon die Videos gesehen mit unendlich Eisenfarmen und hast du nicht gesehen. Das Ganze ist natürlich nicht auf der eigenen Map möglich, sondern auf gewissen Maps, wo sage ich jetzt einfach mal, wir starten hier und das nächste Sumpfgebiet wäre schon hier. Wo man einfach nur rüberläuft, farmt da alles leer, lockt sich aus, holt ihn Sachen mit in der Tasche mit, lockt sich wieder auf die Hauptmap ein und hat so das Eisen quasi aus einer fremden Map rübergeholt. Den Seed kann man dann immer wieder starten und so kann man halt sich in Anführungszeichen unendlich Eisen holen. Jetzt ist nur meine Frage: Wie steht ihr zu dem Ganzen? Ist das nicht eher Cheaten? Weil ich sag nur für mein eigenes Empfinden. Ich persönlich habe hier meine Welt und möchte hier in Anführungszeichen, ich sage schon mal jetzt, wie ich es auf jeden Fall machen will, ich will halt die ganze Map erkunden. Dass das Ganze ziemlich aufwendig ist, dass es zeitaufwendig ist, ist klar. Aber wie steht ihr zu dem Ganzen? Sich auf eine andere Map einloggen, sich da quasi die Materialien holen, wieder umloggen und so quasi die Eisen, den Eisenwert, sage ich jetzt einfach mal, von der anderen Map sich rüberholen. Ist das für euch Cheaten oder eher nicht? Das Ganze ist natürlich möglich, ist auch legal, um Gottes Willen. Aber ganz ehrlich, ich finde, man macht sich selber den Spielspaß kaputt, weil man sollte schon auf seine Ressourcen ein bisschen aufpassen, nicht unnötig alles verballern. Und naja, ich weiß nicht, mich interessiert einfach nur eure Meinung. Wie steht ihr dazu? Ich kann euch das Ganze halt ganz einfach erklären, wie das Ganze ablaufen würde. Ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung. Hier wäre jetzt noch ein Sumpfland. Kann sein, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube eher nicht. So, dann habe ich ja meinen Seed. So, wir gehen noch mal kurz hier raus, ausloggen. Zack. Bam, 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 bam. Ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Wir können ja mal gerade spaßeshalber gucken. Spiel starten. Starten. Ihr seht, YouTube Map, das war meine eigene Map, da war nur ein Test. Ich sage jetzt einfach mal, wir gehen hier auf die YouTube Map. Zack. Machen wir als normale Map. So. Stellt euch einfach vor, das wäre jetzt eine Map, wo ihr direkt eingeloggt seid, wo das Sumpfgebiet direkt ein paar Meter entfernt ist. Ihr habt ja gesehen, ungefähr, was ich in den Taschen habe. Kann ich aber direkt zeigen. Dun, 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 dun. Jetzt kommt schon, lad schneller. Ich finde halt, man nimmt sich selber den Spielspaß mit. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Klar, die Leute, die wenig Zeit haben. Aber ich sag ganz ehrlich, auch wenn man wenig Zeit für ein Spiel hat, man will. Ach, hier, das ist die Map. Gut, da muss ich sagen, habe ich auch gecheatet. Aber ja, gut, jetzt bin ich natürlich Moralapostel. Aber hier geht es eigentlich nur darum, ich habe im Game nicht wirklich einen Riesenvorteil. Ich habe mir halt nur erleichtert, dass ich quasi die 450 Kilo tragen kann. Die Lampe habe ich mir auch mitgeholt, weil ich ihn halt einfach bei mir nicht finde. Das ist aber, ich sage ganz ehrlich, das ist bei mir eine andere Geschichte. Ist zwar auch irgendwo Cheaten, Doppelmoral, ja, gebe ich euch jetzt vollkommen recht. Weil klar, hier bin ich auch einfach nur die Map abgegangen, da ist der Händler. Aber ich gucke jetzt einfach mal, ich zeige euch das einfach mal. Hier haben wir meine Tasche, ihr seht, wir haben 57 Holz. So, dann gehe ich hin. Was haben wir hier? Eine Kiefer. Ach, haben wir direkt noch ein bisschen Kernholz. Ich meine, irgendwann geht es vielleicht nicht anders, wenn man keine Ahnung. Aber selbst wenn, man kann nicht die ganze Map mit Holz abbauen und hast du nicht gesehen. Also Holz kann man auch nachpflanzen. Gut, jetzt nicht um den Kernholz. Aber wie ihr seht, jetzt haben wir hier zum Beispiel 8 Kernholz. Und stellt euch einfach vor, wir wären jetzt in der Krypta, hätten uns Eisenerz geholt. So, ihr habt ja gesehen, ich war auf einer anderen Map. Dann gehe ich einfach wieder hier auf Ausloggen. Ihr habt gesehen, ich hatte vorher kein Kernholz. So, dann gehen wir aufs Spiel starten. Meine.
So, hier gehen wir gerade bei meiner Frau auf den Server drauf, weil wir haben den da gemeinsam. Bam, 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 bam. Ich war, bin da halt ein bisschen zwiegespalten. Mit dem Baldur, mit dem Händler, da war ich so nach dem Motto, ja, ist zwar auch im Prinzip, quasi ist es geschieden, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich jetzt schon, ihr seht, ich habe die Map eigentlich schon ziemlich gut erkundet, zumindest das, was um uns rum ist, und da habe ich halt keinen Baldur gefunden. Gut, jetzt heißt es ja, dann setze ich schon einfach hin und suche weiter. Aber da ich ja für euch auch die Videos aufnehme, will ich natürlich schon im Spiel vorankommen. Könnte ich natürlich jetzt auch, wenn ich mir das Eisenerz hole. Dadurch habe ich schneller die Eisenrüstung, könnte die komplett hochpushen und käme auch schneller zu den nächsten Gegnern und hast du nicht gesehen. Aber da sage ich ganz ehrlich, ich nehme mir gefühlt selber den Spielspaß weg. Klar, ich kann mir danach nochmal eine Map machen, wo ich das Ganze dann nicht mache. Aber ich will schon hier die Map vernünftig spielen. So, jetzt haben wir in den Taschen gesehen, wie ihr seht, Herrnhold ist immer noch in der Tasche, obwohl ich auf einem anderen Server war. Und genauso könnt ihr das halt auch machen. Ihr geht halt auf einen anderen Server, holt euch ein Sumpfgebiet, holt euch aber auf jeden Fall den Schlüssel mit, weil den werdet ihr definitiv brauchen, solltet ihr keine Schlüssel mehr haben. Klar, Grundvoraussetzung ist, ihr müsst den Uralten besiegt haben, um den Schlüssel zu haben, um eine Krypta zu öffnen. Aber ihr bekommt drei Schlüssel. Sind die alle drei verbraucht, weil ihr jetzt, sag ich mal, hier eine Krypta geöffnet habt, da eine Krypta geöffnet habt und hier eine Krypta hattet, dann sind die drei Schlüssel ja weg. Man kann sich aber wieder, wenn man den Uralten nochmal besiegt hat, nochmal drei Schlüssel holen. Und so müsst ihr das halt immer wieder machen, wenn ihr eine neue Krypta öffnen wollt. Also wenn ihr einen neuen Server betretet, habt eine Krypta geöffnet, aber habt irgendwann keine Schlüssel habt mehr, müsst ihr definitiv zum Uralten hin und euch einen neuen Schlüssel holen. Aber dazu werde ich auch noch ein Video machen, separat, weil das wird bestimmt auch einige irritieren, was tun, wenn die Schlüssel weg sind. Aber wie gesagt, schreibt mal wirklich in die Kommentare, wie findet ihr das Ganze, dass man quasi auf eine fremde Map kann und sich dort die Materialien in Anführungszeichen ergaunern kann. Rein theoretisch könntest du sogar auf einen Community-Server gehen von irgendeinem Streamer, YouTuber. Könntest dir quasi die Kisten leer räumen, wenn er sie nicht geschützt hat, was natürlich möglich wäre, zack, 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 wenn er diesen Wächterstein nicht hat und seine persönliche Truhe noch nicht errichtet hat. Weil ihr seht, warte mal, warte, jetzt bin ich zu schnell, zack, 7, rechts klick, man kann sich ja herstellen, na, wo ist er? Da ist der Steinboden, wo habe ich denn die Kiste nochmal gefunden? Dekoration. Verstärkte Kiste, da persönliche Kiste und da kommt man halt auch nur selber dran. Oder aber ihr baut euch den Wächterstein hin, dann gehen auch die Türen nicht auf und hast du nicht gesehen. Weil hier steht, Gebäude zu errichten oder Türen zu öffnen. Also andere Spieler können dann nicht da dran gehen. Ist auch ganz wichtig, wenn ihr andere PvP-Server betretet. Aber wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie steht ihr dazu, auf andere Seeds gehen, euch da die Materialien holen, wieder zurück. Den Server eventuell sogar neu starten und das Ganze nochmal zu machen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich einfach mal interessieren. Wenn ihr das Ganze natürlich machen wollt, ist eure Sache, um Gottes Willen. Aber ich persönlich finde nicht so stark. Und dann würde ich sagen, euch viel Spaß beim Spielen. Ich werde gleich einen Livestream starten. Ich mache mich auf die Suche nach Eisenerz in meiner normalen Welt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich eventuell im Stream oder halt ein anderes Mal. In dem Sinne, haut rein.